Sabrina, kannst du eigentlich Staffel 3, Klappe die erste? Meine Aufgabe ist es heute, Hundeschlitten zu fahren. Und ich bin jetzt bei der Valentina vom Team Norris Schlittenhunde. Und du wirst mir das Ganze heute erklären. Ja, wir ziehen jetzt als erstes dann zusammen die Hunde an. Dann kommen sie alle an einen Trainingswagen gespannt und dann geht's gleich los. Ihr hört im Hintergrund, es ist schon laut. Die Hunde sind heiß und wollen jetzt loslegen. Der Trainingswagen steht jetzt schon bereit, bevor es losgeht. Worauf muss ich achten und welche Kommandos gibt es denn vielleicht auch? Also zuerst fange ich bei den Kommandos an. Die Hunde kennen G für rechts und H für links und Stop für ganz normal stehen bleiben. Und auf Easy laufen sie langsamer. Auf Go, wenn man Go, Go, Go ruft, rennen sie los. Und okay. Ja, das ist das Zeichen auch für schneller. Und das sind Zeichen, die du ihnen beigebracht hast oder sind die generell gültig? Die sind generell gültig, internationale Kommandos. Natürlich könnte man auch was anderes den Hunden beibringen, aber so könnte ich auch von jemand anderem einen Hund mit in mein Gespann nehmen und der würde mich auch verstehen. Okay, und ich jetzt am Wagen selbst. Bremsen gibt's und wahrscheinlich wird es auch sportlich für die Beine, oder? Ja, man steht hinten drauf. Aktuell ist eine sogenannte Krallenbremse drin. Die kann ich jetzt mal lösen. Das zieht man hier und dann steht man hier hinten quer drauf. Okay. Hier vorne zwei ganz normale Bremsen. Ja, und hier vorne ist noch ein Platz für einen Beifahrer. Immer ganz praktisch für romantische Dates. So, jetzt musst du das Halsband über das Geschirr ziehen. Das Halsband über das Geschirr? Andersrum einfach, dann. Ja. Da unten durch. Da unten durchziehen. Kannst du einfach hin. So, die kennen da nichts. Und jetzt halt müssen noch die Pfoten durch. Nochmal von innen. So, ein. Und dann müssen sie hier vorne durch. Die andere Seite. Alles gut. Falsches Lach. Falsches Lach. Ja. Mach mal hoch, Benni. So, jetzt hat. Okay, das war's schon. Okay, super. Und angezogen. Perfekt, angezogen, kann's losgehen, Jungs und Mädels. Wir können. Wollen wir noch mal kurz erklären, wie heißen die alle jetzt? Das war der Benni. Ja. Hier haben wir. Das ist Samu und das ist Laska. Und das ist Laska. Und alle sind. Und alle sind ganz aufgeregt, dass es losgeht, ebenso wie ich. Okay. Ich glaube ja. Oh. Jetzt sind es ja vier trotzdem unterschiedliche Hunde, muss man sagen. Worauf gilt es denn da zu achten, wenn ich unterwegs bin, jetzt mit dem Wagen? Also vor allem auf die Hunde schauen ist sehr wichtig. Wir sind nur so schnell wie der langsamste Hund ist, das ist sie in dem Fall. Hinten siehst du eine sogenannte Tackleine. Und wenn die langsam durchhängt, dann müssen wir langsam abbremsen, weil wir dann für den langsamsten Hund zu schnell werden. So, jetzt darf ich alleine ran. Ich hoffe, die Hunde hören alle auf mich, weil die sind schon alle ziemlich fertig. No, go! G! G! Samu! Samu, mein Spatz! Geht schon los. Und go! Go! So, wir haben jetzt unsere Runden mit dem Schlitten und den Hunden gezogen. Was sagst du zu meiner Leistung? Wie habe ich mich fürs erste Mal angestellt? Und das Wichtigste, selbstverständlich, habe ich meine Aufgabe bestanden? Also die Aufgabe ist definitiv bestanden. Das hast du super gemacht. Du hast auf die Hunde geachtet. Du hast gesehen, wenn einer mal musste. Du hast gesehen, wenn einer langsamer laufen musste. Oder du hast auch gesehen, wenn wir abbiegen mussten. Und sie haben super gehört. Hast du klasse gemacht. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und es haben auch die Jungs und Mädels super mitgespielt. Danke auch dir. Es war eine unglaublich schöne Erfahrung. Und ich freue mich jetzt schon auf meine nächste Aufgabe.